Hallo und willkommen zurück in Skyrim. Wir sind jetzt schon in Weißlauf angekommen. Die Schnellreise von Hochrotgar nach Weißlauf habe ich euch mal erspart. Wir wollen jetzt mit Jarl Balrog reden, Wir sind um bereit, Drachenblut. den Gebt Drachen zu holen. einfach das Kommando. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Ich bin bereit. Fangen wir den Drachen. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Sehr gut. Dann müssen wir wohl hier hinten raus. Denn Gut, da dann ruft euren Drachen mal. ist die Art Ihr seid Zaumzeug. bereit. Gut, den Schrei. Oh, da haben wir noch einen Schrei, den ich noch nicht gelernt habe. Otwa, wo haben wir ihn denn? Drachenruf? Odawing. Ja, mein Stimmmund erscheine. Ich rufe dich herbei in meiner Zeit der Not, okay? Bing! Hat das schon ausgereicht? Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? Hört ihr das? Oh, da ist er. Jetzt sieht ja krass aus. Da bist du sagst es. Und zurück. Erst schießen, wenn er in der Nähe ist. Und wie müssen wir ihn jetzt fangen? Lydia bringt dich doch fast um. Lydia! Oh Gott, Lydia! Ach komm schon! Komm mit! Drache! Beziehungsweise Lydia! Ach komm schon, echt jetzt? Hätte ich das gewusst, hätte ich sie drin gelassen. Machen wir mal so. Mal sehen, vielleicht kommt sie hinterher. Okay, versuchen wir es nochmal anders. Nee. Weiter rein, ja. Oh, sehr schön. Ach, muss mir so machen. Lydia ist gut. Hovuta mit Kodav.
gefangen wie ein Bär in einer Falle. Sogfreni Grind, Kogra Drung Viki, Dovakin. Ah, ich vergaß. Ihr seid der Dova-Sprache nicht mächtig. Ich hab nur Tzatziki verstanden. Mein Eifer, euch im Kampf zu begegnen, war mein Verderben, Dovakin. Alle Achtung vor eurer hinterlistigen Verschlagenheit beim Ersinnen einer solchen Gramendol-List. Su'ubonar, ihr habt sehr viel Mühen auf euch genommen, um mich in diese demütigende Lage zu bringen. Hinziv, Alduin, huh? Ihr wollt doch sicher wissen, wo ihr Alduin finden könnt. Ganz recht. Wo versteckt er sich? Renik Vazar. Eine passende Wortwahl. Alduin Bohul. Ich bin eurem Ruf unter anderem gefolgt, um euer Turm selbst auf die Probe zu stellen. Viele von uns hinterfragen mittlerweile Alduins Herrschaft, ob sein Turm wirklich der stärkste war. Unter uns natürlich, Muni Maye. Noch war niemand bereit, sich offen gegen ihn zu stellen. Wirst du mir sagen, wo man Alduin finden kann? Unslad Krosis, ich bitte unzählige Male um Vergebung. Ich schweife ab. Er ist nach Sovngarde gereist, um seine Kraft zurückzuerlangen, indem er Celesaior, die Seelen der sterblichen Toten, in sich aufnimmt. Ein Privileg, das er eifersüchtig hütet. Sein Tor nach Sovngarde befindet sich in Skuldafn, einem seiner alten Tempel hoch oben in den östlichen Bergen. Mendoran Paok Medovahe Lavrantil. Ich muss euch gewiss nicht warnen, dass sich dort die ihm verbliebene Kraft sammelt. So Lost Offern Hinlan. Nun, da ich eure Frage beantwortet habe, werdet ihr mich gehen lassen? Versprichst du mir, dass du mir dienst? Euch dienen? Nein, nie, Teid. Wenn ihr Alduin besiegt, werde ich noch einmal darüber nachdenken. Krosis. Es gibt ein Detail über Skuldafn, das ich noch nicht erwähnt habe. Dann sagt mir, was ihr wisst. Nur dies. Ihr habt den Turm meines Dova. Doch ohne Schwingen werdet ihr niemals einen Fuß nach Skuldafn setzen. Natürlich könnte ich euch dorthin fliegen. Aber nicht, solange ich noch auf diese Weise gefangen bin. Erwartet ihr, dass ich euch blind vertraue? Aran, ihr verletzt mich, Dovakin. Ich mag nicht die ganze Wahrheit sagen, doch ich bin kein Lügner. Geht und überzeugt euch mit eigenen Augen. Suni Bonolhet, ich werde hier sein, wenn Alduin nicht vor euch zurückkehrt. Er klingt voll nett, der Drache, ey. Ja, ich werde ihm mal trauen. Ihr habt euch mein Angebot noch einmal überlegt? Hä? Onikan Korn? Ihr werdet mich freilassen, Rolan, wenn ich euch im Gegenzug verspreche, euch nach Skuldafn zu bringen. Alter, und ist der mir jetzt hier im Weg stehen, der Penner?
Ja, ich werde euch freilassen, wenn ihr mir versprecht, mich nach Skuldafen zu führen. Onikan Korav Gain Mirat. Es ist weise zu erkennen, wenn man nur eine Chance hat. Und ihr könnt mir vertrauen. Suuni Tarodis. Alduin hat sich als unwürdig für die Herrschaft erwiesen. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Befreit mich, dann trage ich euch nach Skuldafen. Unglaublich. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr mir erlaubtet, einige Untersuchungen an euch durchzuführen. Natürlich rein akademischer Natur. Geht, Magier. Stellt mein Versprechen dem Dovahkiin gegenüber nicht auf die Probe. Ich versichere euch, ihr werdet es nicht einmal merken. Die meisten davon sind für einen großen Drachen wie euch nahezu schmerzlos. Farengar, das ist eine sehr schlechte Idee, selbst für euch. Ein paar fehlende Schuppen würden euch doch sicher nicht stören. Oder ein paar Tropfen Blut? Jo Mai, was Jo Mai? tut ihr da hinten? So, jetzt, wie lasse ich ihn jetzt frei? Muss ich mit ihm reden? Ganz Weißlauf wird auf euch anstoßen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Wie lasse ich ihn denn frei? Ach, da oben. Wer bist denn du? Davon werden wir noch unseren Enkeln erzählen, wie? Ja, auf alle Fälle. Nicht zu glauben. Es hat funktioniert. Na, ja, und jetzt öffnest du die Falle. Seid ihr euch auch sicher? Ihr wollt den Drachen befreien? Nach all dem Ärger, den wir hatten, ihn dort einzuschließen? Ja, ich bin mir sicher. Euer Begräbnis. Jemand anderes wird euch helfen müssen, ihn wieder da reinzuschaffen. Macht euch zum Öffnen der Falle bereit! Das scheint mir eine sehr schlechte Idee zu sein. Weiter, Soldat. Das gehört alles zum Plan des Drachenbluts. Bei allen Göttern. Fast nu! Sine dein Ruti Astral. Ja. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dova kann? Oh ja. Saran Ut, ich warte auf euren Befehl wie versprochen. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dova kann? Ich bin bereit. Bringt mich nach Skuldafen. Sok Brit Ut, ich warne euch. Sobald ihr durch die Himmel von Kaisal geflogen seid, wird euer Neid auf die Doft nur stärker werden. Amativ, Yeah. Mukotin Stinselok. Ihr seid entweder der mutigste Mensch, den ich je getroffen habe, oder der dümmste. Möge Dynaret über euch wachen, während ihr... Okay. Weiter kann ich euch nicht bringen. Griff Wot Akrin. Ich werde nach eurer Rückkehr Ausschau halten. Oder nach der Alduins. Okay. Sind wir denn hier? Da kommt man nur fliegend hin? Na gut. An Lydia hast du nicht mitgebracht? Okay. Na gut. Dann halt ohne Lydia. Ein paar Skelette. Warte, was? Oh Gott, echt jetzt?
Irgendein Drache, ey. Was für ein Zeugs? Was? Wen hast du gerade beleidigt? Wow. Du bist kein Gegner für mich. Die nehme ich mit. Ich habe jetzt gedacht, das wäre wieder dieser Orangene gewesen, aber war er denn doch nicht. Bye bye. So. Mal gucken, ob hier mehrere Drachen sind. Au! Sehr schön. Oh, die haben keine Ebenerz-Sachen mehr an als Waffen. Oh, siehst du? Noch einer. Komm runter. Was leuchtet denn da? Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Drachenknochen überhaupt noch brauche, ey. Du bist ja drauf, ey. Alter, wie fehlt denn noch? Ah, hier geht's hoch. Oder? Ja, hier ist nur... Hier ist nur eine Truhe. Mit Crap drin. Okay, da geht's. Au! Oh. Oh, Penner! Oh, mir fällt gerade ein. Ich sollte mal wieder eine Seele aufladen. Beschwörung. Soul Trap. Ups. Wo haben wir da Beschwörung? Soul Trap. So und. Au. Alter. Paar Seelen fangen. Hier sind echt viele von den Viechern, ey. Ich könnte echt die Hilfe von Lydia etwas gebrauchen. Was? Da ist ja noch einer. Aua. Blöder Arsch. Echt jetzt? Ey! Hier geblieben! Ja, ja, ja. Keine. Oh. Wie viel denn noch von euch? Was? Boah, meine Fresse, ey. Kurz mal mein Schwert wieder aufladen. Da haben wir es. Natürlich. Den. So, puh, der noch so ein Ding. Nice. Wir liegen jetzt hier. Auch noch so ein Schwert. Gibt es hier noch mehr? Da gehen wir
gleich rein. Aber erstmal wollen wir uns ein wenig noch umschauen. Warte, warte, was? Da scheinen ja noch mehr Gegner zu sein. Ja, ja, ja. Hier. Aber erstmal da hinten gucken. Erstmal wollen wir uns das da oben anschauen, weil da ist nämlich auch noch so ein Penner. Huch. Und da ist auch noch einer. Na gut, kümmern wir uns jetzt mal um den hier. Und dann um den. Mann, 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 Mann. Besänftigen brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme es mal mit und... Puh. Ach, von unten sah das aus wie so ein Schrein, wo ich wieder so, so einen Spruch herkriege. Oh, das ist ja auch noch ein Tempel, sag ich jetzt mal. Gehen wir erst in den rein? Wir gehen erst hier rein. Wo wir da hinten reingehen. Hallo! Mich ein bisschen erschreckt gerade. Ist hier noch irgendwas Besonderes drin? Echt jetzt? Immer diese Todesfürsten. Inzwischen mache ich die echt gut down. Na klar. Habe ich irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Ich glaube, ein paar von diesen Elfenbögen werde ich wegschmeißen. So, das muss reichen. Mehr Waffen kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Zur Not schmeiße ich ein paar Drachenknochen weg. Die sind nichts mehr wert. Und ich habe meine Rüstung, also noch eine werde ich, glaube ich, nicht brauchen. So. Okay. Okay. Ah, hier geht's noch weiter. Hier ist noch mal eine Truhe. Mit ziemlichen Crap drin. Und das war's schon. Mehr ist hier nicht. Schade. Dann geht's da entlang. Aber wir kommen hier normal runter, ne? Ja. Dann wollen wir uns doch mal hier hinten das anschauen. Was wir hier denn haben. Skuldafen-Tempel. Oh. Schön hier. So. Oh, da ist ja ein Gegner. Immer diese Trauger. Alter, wie viele denn noch? Hi! Stirb! So, die sind auch erledigt. Ich weiß gar nicht, wie viel meine Waffe jetzt noch aushält. Was lohnt sich das überhaupt mitzunehmen? Egal, wir gucken trotzdem überall danach. Und da ist ein Rätsel plus ein der Drauger. Und wow, der hält aber ein bisschen was aus, ey. Noch ein Drauger. Und was bist du? Ein Ruheloser. Und gibt's noch mehr? Da gibt's noch einen. Gibt's noch mehr? Nein? Doch. Hallo! Wow. Du Wicht.
Okay. So, den Ring. Und du. Was hast du? Und du? Ihr habt nichts. Gut, wir haben hier 3 Säulen. Eine, okay. Schlange und Adler. Aber wo ist der letzte? Schlange und Adler. Wo ist der letzte Hinweis? Und Fisch. Schlange. Warte. Jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee. Schlange, Schlange. Adler, Adler. Was ist das da oben? So, da haben wir dann Fisch und da ist dann Schlange. Funktioniert das? Das funktioniert nicht. Okay, dann mache ich hier einmal die Schlange. Auch keinen weiteren Hinweis. Abgebrochen oder sowas? Sieht nicht danach aus. Na gut, na, wenn da. Tja. Achso. Ist auf den Säulen ein Hinweis? Das zeigt nach da, sprich, da muss dann der Fisch sein. Das zeigt nach da, da muss dann die Schlange sein. Das zeigt nach da. Ja, was ist das jetzt? Fisch, Schlange, wie machen wir den Adler? Ah, okay. Um Adler mache ich da auf und Schlange mache ich dann da auf. Alles klar, cool. Gut, dann brauchen wir jetzt den Schlange. Haha, Rätsel gelöst, sehr schön. Gut, mal gucken, was jetzt noch auf uns wartet. Natürlich wieder irgendein komischer Trauger. Ich höre da noch was. Ein Todesfest mal wieder. Was auch sonst. Und ja, dich nehme ich mit. Oh, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Oh, das ist ja eine Schatztruhe. Ein bisschen Gold und... Ja, den nehmen wir mit. Der ist ein bisschen was wert. Gut. Das ist nichts. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich glaube, das sage ich jetzt mal. Echo, war doch hier noch eine kleine. Bleh. Geh bloß weg von mir, ey. So, ein bisschen Gift stört mich nicht. Okay, so, die sind auch erledigt. Guten Tag. Oh, schon wieder so viele hier drin, wa? Aua.
Ah, mach ich jetzt mal den fertig. Und dann kann ich mich um den kümmern. Ja, dann noch was. Oder? Nö. Ja, dann lade ich die Waffe nochmal aus. Auf. Und ich sehe auch gerade, ja, das sollte erstmal für die Folge reichen. Wir werden uns das den nächsten Part, wir werden uns dann das nächste Mal den Rest angucken. So, nicht den nächsten Part. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.